Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal am Laufen, daher mit Actioncam, daher Bild bisschen anders als gewöhnt. Kleiner Werbeblock in eigener Sache. Es freut mich außerordentlich verkünden zu dürfen, dass die Corona-Beschränkungen, Waldführungen, auch mit Gruppe, ab sofort wieder zulassen, insbesondere da, wo mir vorschwebt. Und damit darf ich jetzt voller Stolz die erste und einzige große zumindest Waldführung in Baden-Württemberg bewerben mit mir. Und zwar ist die bei Calf. Calf ist ein Stückchen südlich von Stuttgart, für diejenigen, die sich da gar nicht auskennen. Und ist recht gut zu erreichen, eben über die A8, ja, A8 heißt sie. Und dann fährt man ein Stückchen Richtung, von Stuttgart halt noch ein Stückchen raus, Richtung Calf. Das lohnt sich ohnehin, da gibt es noch viel diverse andere schöne Dinge zu sehen. Das liegt alles in einem ganz wunderschönen Tal. Also gerade für Leute, die ein kleines bisschen längeren Anreiseweg haben, können sich dann gerne auch noch in der näheren Umgebung ein bisschen umgucken. Wie gesagt, das lohnt sich, ist eine hübsche Ecke. Ja, und dann gäbe es da die Möglichkeit auf eine Waldführung mit mir. Dadurch, dass ich jetzt Corona-bedingt eben so gut wie nichts planen konnte, abgesehen davon, dass ich ein paar Termine habe, wo ich eben genehmigterweise mit freundlicher Unterstützung vom Landratsamt und vom Forst, von der Forstverwaltung von Calf eben entsprechend meine Touren da machen darf. So, und da ich die jetzt nicht auswendig weiß, weil ich gerade durch den Wald stapfe, wie man hoffentlich sieht, und zwar einen ordentlichen Hang runter, blende ich euch das alles unten ein und würde mich freuen, wenn der ein oder andere dafür oder die eine oder andere selbstverständlich auch Lust hätte, an einer kleinen Führung da teilzunehmen. Das Ganze ist noch recht jungfräulich, das heißt, ich habe auf der Strecke noch gar nicht so viele Führungen gemacht und daher gibt es da noch viel Raum für Überraschungen, sage ich jetzt mal. Das heißt jetzt nicht, dass ich deswegen nichts zu erzählen habe. Gar nicht, hat damit nichts zu tun, sondern einfach, dass es halt da noch ein bisschen spontaner ist und ich eben dann noch mehr gerne auf euer Feedback und eure Fragen, was unterwegs dann ansteht, noch eingehen möchte. So, theoretisch darf ich mit bis zu 15 Leuten, also 15 Teilnehmer plus ich, Führung machen. Das heißt, es gibt also eine gute Chance für diejenigen, die sich erst noch ein bisschen länger brauchen, bis sie sich entscheiden, ob sie denn da Lust hätten, da noch mitzukommen. Kostenpunkt ist, ja, was war denn das? Ich glaube, das haben wir 20 Euro gesagt. Ja, und worum geht's? Das wäre jetzt vielleicht noch das Wesentliche. Nämlich Titel, Untertitel bzw. zentraler roter Faden der Führung ist die Nadelwaldbewirtschaftung der Zukunft oder auch die Nadelwälder von morgen. Das ist nämlich wirklich ein Thema, was zurzeit viele Waldbesitzer und auch sonst im Wald tätige umtreibt, ist einfach, wie gehen wir denn mit unseren tollen Nadelhölzern um? Die haben ja technisch gesehen hervorragende Eigenschaften, aber nach den ganzen Borkenkäfer-Situationen der vergangenen Jahre und nach dem sehr, sehr, sehr großflächigen Wegsterben von Fichte und auch Kiefer hat ihre Probleme, je nachdem, in welcher Region wir uns befinden. Und da darf man sich schon fragen, wie machen wir da jetzt in Zukunft weiter? Ne? Soll man jetzt nur noch auf Laubholz setzen? Und das kann ich schon mal gleich verraten. Nee, das wäre erstens mal zu einseitig gedacht und zweitens ist es aus wirtschaftlicher Sicht, wäre es sehr schade, auf die hervorragenden Eigenschaften vom Nadelbaumholz zu verzichten in einer Zukunft, in der Holz als Rohstoff offensichtlich immer wichtiger wird. Und das nicht nur in der Zukunft, sondern auch aktuell darf man da ja durchaus ordentlich Geld mit verdienen, wenn man dann genug davon zusammenbekommt, damit das auch entsprechend fließt. Ja, also das ist so der zentrale Dreh- und Angelpunkt, eben was ist mit unseren Nadelhölzern. Außerdem geht es wie bei jeder Waldführung um alles, was entlang des Wegesrandes noch so zu finden ist, also bei jeder Waldführung mit mir, ein paar generelle Themen zum Wald und außerdem haben wir noch ein paar Besonderheiten, nämlich
Das Ganze ist ja im Schwarzwald, Randschwarzwald zugegeben, nördlichster, vielleicht nicht allernördlichster, aber doch ein sehr nördlicher Nordschwarzwald. Und allzu viel Schwarzwald kommt weiter im Norden dann nicht mehr, dann ist er nämlich auch relativ schnell fertig. Und das bedeutet natürlich, dass wie immer bei jeder Führung mit mir die örtliche Geologie und die örtliche Geografie selbstverständlich ein Thema sind, dass wir uns also mal ein bisschen mit dem Schwarzwald als solchen beschäftigen, auch wenn man nur im nördlichsten Zipfel davon stehen. Des Weiteren eine Besonderheit ist, dass wir ein Wildschweingehege haben. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass die Wildschweine auch anwesend sind. Sollten sie es aber sein, dann ist das natürlich schön. Und dann können wir uns auch mal genauer über Wildschweine unterhalten und uns die Wildschweine auch mal gemeinsam angucken und ein bisschen versuchen, schweinisch zu lernen, in Anführungszeichen, und zu interpretieren, was sie denn da gerade treiben, wenn sie da sind. Wie gesagt, das kann ich nicht versprechen. Die haben da ein sehr großes Gehege und sind daher in der Lage, sehr frei sich auch mal zu verstecken, wenn sie eben keine Lust auf Touris haben. Die Gruppengröße an sich sollte eigentlich aber nicht besonders abschreckend wirken. Wildschweine sind das durchaus gewöhnt, dass dann auch gerne mal größere Gruppen an ihrem Gehege vorbeikommen. Ja, wir haben eine besondere Situation da oben auf den Hochlagen, den zwar nicht sehr hohen, aber doch Plateaulagen, mit der Wasserversorgung für die Dörfer und werden uns mal ein bisschen über generelle Probleme der Wasserversorgung im Gebirge unterhalten. Dann schauen wir uns an, was ein feuchtes Mikroklima im Wald für besondere Flechten und andere zusätzliche standörtliche Besonderheiten mit sich bringen kann. Selbstverständlich gehen wir dann ganz viel auf den Nadelwald angucken und auch die verschiedenen Bewirtschaftungsformen von Nadelwald, was besonders zukunftsgeeignet ist. Also es gibt einen Haufen Positivbeispiele. Ich habe den Wald ja nicht ausgewählt, weil es da besonders schlecht wäre. Im Gegenteil, das ist ein Positivbeispiel. Und danach beschäftigen wir uns intensiv mit kleinstandörtlichen Mikroökosystemen innerhalb eines großen. Und das tun wir, indem wir dann in eine Schlucht mit Bach runtersteigen und uns dann das Ökosystem Bachoberlauf im Walde auch noch genauer angucken, welche Einflüsse das auf die direkte Umgebung hat und was es da noch so zu beachten gibt. Zwischendrin immer ganz viel Platz für Fragen. Es gibt auch Beispiele für Laubnadelholzmischbestände. Da können wir uns also auch mal angucken, inwiefern denn eine mögliche Lösung für die Nadelholzfrage einfach im Mischbestand mit Laubholz besteht oder ob Reimbestände von Nadelhölzern denn auch noch möglicherweise vielleicht doch eine Option darstellen können in der Zukunft. Spoiler, ja. Reimbestände allerdings nur insofern, dass sie nur aus Nadelhölzern bestehen, nicht alles aus dem gleichen Nadelholz. Das ist so ein bisschen der Trick dahinter. Und ja, wie gesagt, da werden wir noch einiges zur Gewässerökologie lernen dürfen und gucken uns auch ganz genau an, was wo jeweils wächst. Jetzt gerade um diese Jahreszeit ist ja auch noch jede Menge Bodenpflanzenbedeckung zu erwarten, die wir uns dann auch näher angucken können und ein bisschen botanisieren. Verschiedene Tiere des Waldes spielen selbstverständlich eine Rolle. Hatte ich schon erwähnt, dass zwischendrin immer mal wieder Zeit für Fragen ist. Also ihr dürft mir wirklich gerne Löcher in den Bauch fragen. Ich gebe zu, die Gruppe ist ein bisschen größer, als sie es auch schon gewesen ist. Das liegt jetzt natürlich an, also die potenzielle Gruppengröße, wenn dann überhaupt so viele Leute mitwollen. Ne? Das weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Aber das liegt einfach auch daran, dass ich ja keine Führung machen konnte, jetzt Corona-bedingt. Und so ähnlich wie der Gastwirt, hatte ich ein bisschen finanzielle Einbußen natürlich dadurch. Und daher muss ich jetzt gucken, dass ich halt arbeite, was ich arbeiten kann. Ja, und damit ist das auch. Ist eine tolle Gelegenheit, dass noch rechtzeitig zum nächsten möglichen Führungstermin noch genügend Zeit ist, dass da vielleicht der eine oder andere spontan noch mit möchte und sich anmeldet oder auch nicht oder wie ihr wollt. Ne? Jedenfalls geht es dann weiter auf der Führung, nachdem wir den Märchenbachwald durch haben. Einen gewissen Märchenwaldcharakter darf man dem schon unterstellen. Also ich fange jetzt nicht an, dass ich mit euch irgendwelche Bäume umarme, aber das ist schon wirklich ein wahnsinnig schönes, optisch auch einfach sehr, sehr schönes Waldgebiet, was
was es da zu sehen gibt. Danach gibt es ein kleines bisschen Kletterei und ein kleines bisschen Steigerei. Da werden wir also auch ein paar Höhenmeterchen zurücklegen müssen, aber dazu komme ich gleich noch. Und damit verbunden dann besondere Felsstrukturen, die auch immer sehr interessant sind. Erstens mal geologisch, zweitens historisch wurden die lange Zeit auch genutzt, auch als Unterschlupf. Und ja, also die Geschichte dieser Felsen ist auch wirklich sehr, sehr spannend. Die sind grundsätzlich an sich ohnehin auch sehenswert. Und dann können wir uns wirklich mal vor Ort live und in Farbe und mit der Möglichkeit eben nachzufragen, ganz genau auch mal angucken, was Erosion mit solchen Felsen anstellt, wie die geformt werden, was sie beeinflusst, aus welchem Material die überhaupt bestehen, wo die erdgeschichtlich herkommen, und machen da also wirklich einen schönen kleinen, also sprich, bisschen länger als eine halbe Stunde, vielleicht auch noch ein bisschen noch länger, Abstecher in die Geologie. Und dann gibt es langsam auch wieder den Rückweg anzutreten. Es ist leider so, das würde ich euch wirklich gerne anders irgendwie anbieten können, aber leider ist es halt nun mal so ein standardmäßiges Ding, wenn man sich irgendwo abseits des Waldes trifft, in den Wald reinläuft und in absehbarer Zeit dann wieder am Treffpunkt rauskommen möchte, dann ist natürlich nur ein Rundweg möglich. Und in vielen Fällen ist so ein Rundweg hin zu irgendwelchen Highlights und dann auf nicht besonders spektakulärem Wege zurück. Und das ist hier leider auch so, aber ich werde mir große Mühe geben, euch dann doch noch so ein paar Details am Wegesrand vielleicht mitgeben zu können, die eigentlich in einem nicht besonders spektakulären Wald niemandem auffallen würden, aber mir dann halt vielleicht doch. Und ich denke, da können wir uns doch das eine oder andere angucken. So, ja, das ist so im Wesentlichen. Ach ja, und wer möchte, kann am Ende von der Tour auch noch eigenständig noch einen kleinen Abstecher machen, um noch die ein oder andere zusätzliche Sehenswürdigkeit anzugucken. Also wenn ihr mögt, seid ihr auf jeden Fall den ganzen Tag beschäftigt. Los geht's. Weiß ich gerade wieder nicht auswendig, aber ich glaube ungefähr um 11, könnte auch halb 12 gewesen sein, irgendwie sowas um den Dreh. Eine Mittagspause ist eingeplant, dafür einfach gerne selber ein bisschen was zu Festspannen mitbringen. Wichtig, nur nicht Erhitzbares, beziehungsweise nicht Erhitznötiges, weil Feuer machen ist natürlich nicht. Dann möchte ich noch auf das gesetzliche Rauchverbot hinweisen, das nun mal besteht. Ich bin dafür verantwortlich, dass dann sich sowas gehalten wird, sprich kein Feuer, kein Rauchen, kein Sonstiges im Wald rumrandalieren. Und wenn ihr Hunde dabei haben müsst, ich sag mal so, ohne Hund bin ich auch nicht böse. Aber wenn es halt nicht anders geht, weil den Hund sonst keiner drauf aufpassen kann oder sonst irgendwie und der Hund soll mitkommen, dann müsste er bitte die ganze Führung über eigentlich angeleint sein. Also nicht nur eigentlich, sondern schon. Das wäre mir dann doch wichtig. Weil das Problem ist halt, dass ich einfach eine gewisse Verantwortung dann auch zu tragen habe und ich dann als Veranstalter der Veranstaltung schuld bin, wenn da irgendwas schief geht. Und das ist ein Risiko, das ich ungern eingehen möchte. Ja, technisches. Es gibt ein paar ziemlich steile, bisschen kraxelige Wegesabschnitte. Das heißt, ihr solltet euch schon wohl auf euren Füßen fühlen und da nicht größere, ich sag mal, Bewegungsbeeinträchtigungen mitbringen. Das ist einfach auf der Tour dann ein bisschen schwierig. Sonst ist also auch nicht barrierefrei oder sonst irgendwie. Insgesamt sind es schätzungsweise irgendwas zwischen 10 und 12 Kilometern. Wie all meine Touren habe ich das nie groß ausgemessen und ausgerechnet. Wir werden geschätzt ungefähr 5 Stunden unterwegs sein. Mit der Möglichkeit, also hin und wieder soll es ja schon vorgekommen sein, dass ich mal was überzogen habe. Ja? Also eigentlich immer. Aber geplant ist 5 Stunden. Theoretisch war es auch irgendwann mal für 4 ausgelegt, aber das ist, gesinde gesagt, wahrscheinlich eher unrealistisch. Hängt davon ab, wie viele Fragen gestellt werden. Ne? Also die 4 Stunden wäre das, was ich regulär zu erzählen hätte, und dann kommt halt noch alles, was noch an Fragen gestellt wird, obendrauf. Erfahrungsgemäß ist das aber halt nicht ganz wenig. Ne? Und das ist auch gut so. Das ist verflucht nochmal auch gut so, dass das Salz in der Suppe, also fragt mir Löcher in den Bauch, absolut wichtig, dass ihr das bitte gerne jederzeit tut. Es muss halt nur allen klar sein, eine Bennführung kann ein bisschen dauern, ne? Ja, und Höhenmeter sind es insgesamt vielleicht
Also jeweils rauf und runter. Wir machen ja wieder Stopp am Ausgangspunkt. Und das heißt, wir müssen alles, was wir runtersteigen, logischerweise auch wieder rauf. Und das sind um die 300. So ganz grob irgendwie Pi mal Daumen. Ne? So, das ist im Prinzip das Wesentliche. Bitte noch gutes Schuhwerk dran denken. Wer da mit Flipflops auftaucht und mir nicht mit sehr großer Überzeugung mitteilen kann, warum er in Flipflops besser läuft als in allem anderen, den nehme ich nicht mit. Und was zu trinken nicht vergessen. Es gibt wenig Möglichkeiten unterwegs noch Wasser zu schöpfen. Es gäbe schon welche. Allerdings kann ich euch auch nicht garantieren, dass das Wasser dann auch Trinkwasserqualität hat. Und auch da, ich persönlich würde es zwar trinken, muss aber bei sowas dann auch einfach immer aus rechtlichen Gründen vorsichtig sein. Ja, also es freut mich wirklich außerordentlich, endlich wieder eine Tour anbieten zu können. Es würde mich unglaublich noch mehr freuen, wenn da dann auch noch ein paar Leute in der Nähe, so weit in der Nähe wohnen und Zeit haben, dass sie da mitwollen. Vielleicht für euch auch ganz interessant, jetzt wo wir eben so viel Zeit auch damit verbracht haben, im Wald rumzustapfen, was das Einzige war, was noch ging, Corona-bedingt. Vielleicht ist es ja dann gerade reizvoll, jetzt noch einmal, bevor wieder auch viele andere Dinge gehen oder während jetzt langsam die anderen Sachen auch wieder anlaufen, schon mal nochmal so aus Ausklang der langen Waldphase sozusagen ein bisschen was zum Wald im Detail auch noch kennenzulernen, was ihr sicherlich auch schon ganz oft gesehen habt in den letzten Wochen und Monaten und fast schon im letzten Jahr, muss man sagen. Und ja, das wäre ja vielleicht ganz interessant. Also ich würde mich tierisch freuen. Mir fehlt das unglaublich, dass ich auch mal mit echten Leuten vor Ort im Wald rumstapfen darf. Und das ist halt auch wirklich was ganz anderes als die digitale Sache. Den Wald muss man ja auch erleben. Man muss die Vögelchen selber hören. Das reicht nicht durch das Mikrofon von der Kamera. Man muss auch viele Sachen anfassen können. Gerade auch geologische Formationen. Da muss man durchgekrochen, drüber gekrochen. Vielleicht auch mal ein bisschen drüber gestolpert sein, das ist einfach was ganz anderes und gerade finde ich bei solchen Naturerlebnissachen extrem wichtig, dass man das dann halt auch die Luft einatmet, die gute Luft, die deutliche, mit Unterschieden auch zu spürende Luft, weil das ist ja Mikro- und Kleinstklimazonen werden wir ja auch unter anderem thematisieren, das merkt man dann auch, das kann ich euch niemals in einem Video zeigen, dass es sich tatsächlich anders anfühlt, das Atmen in einem tiefen Flusstal, als auf dem Hang gegenüber beispielsweise. Ja. Also das sind so kleine Details, die kann man nur vor Ort erleben und daher, ja, also ich würde mich tierisch freuen, ist selbstverständlich kein Zwang und wer da keinen Bock drauf hat, der hat halt keinen Bock drauf. Natürlich auch nur ein Angebot an Interessierte und ja, das ist es im Grunde, ja. Details zu genauen Ort und Anfahrt erfahrt ihr bei Anmeldungen hinterher. Das groß geheim halten kann ich es in diesem Fall jetzt nicht. Wenn ich bei Kals sage und euch erzähle, dass es da ein Wildschweingehege und irgendwelche Felsformationen gibt, Findige können sich das dann schon selber irgendwie austüfteln, wo wir da ranlaufen. Das ist mir aber auch vollkommen wurscht, weil wenn ihr mich nicht dabei habt, habt ihr mich nicht dabei. Und einfach nur eine Route laufen und sich da umgucken und so weiter und so fort. Selbstverständlich könnt ihr das auch alleine. Ja, aber trotzdem den genauen Treffpunkt, den würden wir dann eben mit Anmeldebestätigung rauskloppen. Übrigens für die Anmeldung, da kümmert sich wieder meine Frau drum. Also nicht komisch, nicht verwirrt sein, wenn ihr dann Post von einem Mann im Waldsekretariat namentlich Frau Tüxen entsprechend bekommt. Das ist bei uns so, also sie macht einen Großteil vom Papierkram, ich mache dann den Kram vor Ort. Das heißt, von mir hört ihr erst wieder was, wenn wir uns dann tatsächlich draußen im Walde sehen. Dafür hört ihr dann gar ganz viel. vielleicht noch der Sicherheitshinweis, sollte es euch doch auf der Tour, ich sage das aber noch mal vorher, doch noch mal zu viel werden mit meinem Gequassel. Man kann mich ganz einfach leiser stellen, indem man den Abstand zu mir vergrößert. Je weiter ich weg bin, desto schwerer bin ich zu hören. Und wenn man mir näher kommt, dann hört man mich irgendwann wieder. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn mir zwischendrin während der Tour auch mal jemand ein bisschen abspenstig wird und mal gerade ruhige 5 Minuten oder von mir aus auch 50 braucht, weil, ja, es ist ein Haufen Tobak und vielleicht ist doch nur ein ganz kleiner von mir selbst überzeugter Werbeeinwurf. Also mehr Waldwissen fürs Geld bekommt ihr sicherlich auf diesem Wege nirgendwo sonst. Das
Das würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Wenn ich es alles behalten könnte, das ist das nächste Problem. Es dürfen gerne Notizen gemacht werden. Und noch ein rechtlicher Hinweis: beim Betreten des Waldes ist mit natürlichen Waldgefahren bitte immer zu rechnen. Das gilt auch für eine Führung mit mir. Auch da müsst ihr bitte immer mit natürlichen Gefahren, die im Walde eben auftreten können, rechnen, auch wenn ich dabei bin. Die Führung findet bei fast jedem nicht lebensgefährlichen Wetter so rum statt. Soll heißen, kurzfristig abgesagt wäre, wenn an dem Tag massive Gewitter zu erwarten wären, irgendwelcher krasser Sturm oder so starke Regenfälle, dass es halt einfach überhaupt keinen Spaß mehr macht und man nur noch am nass geplattert werden ist. Das sind so die realistischen Grenzen. Wenn eine plötzliche Hitzewelle ausbricht, gehen wir trotzdem und nehmen genug zu trinken mit. Sonst noch? Ja, das mit den Schuhen hatte ich auch gesagt. Ah, wer hat Trekkingstöcke? Trekkingstöcke könnten für diejenigen, die jetzt nicht sagen, ich bin Bergziege, also im Geiste, ne? Ist das jetzt beleidigend? Weiß ich nicht. Aber für diejenigen, die trotzdem keine Bergziege sind, da wären vielleicht noch Trekkingstöcke für die etwas steinigeren, etwas holprigeren Abschnitte des Weges gar keine schlechte Idee. Auch für Knieinvalide. Ich habe zum Beispiel letztes Mal beim Testlauf gemerkt, ehrlich gesagt sollte ich da fast auch selber Stöcke dabei haben. Ist nicht so, dass ich auf die Fresse fliege, aber einfach zur Knieentlastung. Also für wen das da ein Thema ist und wer ohnehin gerne am Stock geht. Da wäre das also auf dieser Tour möglicherweise auch ganz ratsam. Jetzt habe ich aber, glaube ich, wirklich alles gesagt. Ich verweise dann gegebenenfalls nochmal auf meine AGB und Datenschutzrichtlinie und so weiter und so fort. Nur damit ich das jetzt auch nochmal gesagt habe. Ich glaube, das muss ich so tun. Wenn nicht, dann habe ich es halt vergessen. Nein. Also schön brav, die stehen auch nochmal in der Anmeldemail. Ja, jetzt hätte ich vor lauter, man darf wieder was machen, fast vergessen, noch auf die Corona-Sicherheitsbestimmungen hinzuweisen. Also ich bin verpflichtet, sämtliche gerade geltende Corona-Abstands- und sonst was Regeln mit euch einzuhalten. Das wäre mir auch wichtig, dass ich da eben einfach nicht meinen guten Ruf in Anführungszeichen aufs Spiel setze, da das ja eine hochoffiziell genehmigt sein muss, so eine Führung. Also das ist schon eine Veranstaltung, die man anmelden muss. Und da das alles ganz wunderbar geklappt hat, möchte ich da auch nicht riskieren, dass das in Zukunft doch nochmal zu irgendwelchen Problemen führt. Und daher gelten folgende, die kennen wir alle schon, Sicherheitsregeln mit Abstand und allem Pipapo. Nämlich, wir werden uns keine Hände schütteln, fassen uns nach Möglichkeit gar nicht an, umarmen auch nicht alle denselben Baum. Und wir haben eigentlich streng genommen gar keinen Baum, außer ihr wollt, dürft ihr schon machen, nur ich mache da nicht unbedingt mit. Halten immer schön 1,50 Meter Abstand zueinander, das sollte auch an den allermeisten Stellen möglich sein. Wenn wir es an kleineren Fleckchen mal nicht schaffen, die 1,50 Meter Abstand einzuhalten, dann ziehen wir vorher schön brav den Fratzenlappen auf. Also je nach individueller Fratze, ist es ein Fratzenlappen oder ein Beauty-Verdecktüchlein oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich bevorzuge Fratzenlappen und beziehe das meistens auf mich. Also die blöde FFP2-Maske oder von mir aus auch eine medizinische. Und wegen mir könnt ihr euch auch einen Camouflage-Lappen ins Gesicht hängen. Mir alles egal, Hauptsache da ist irgendwas vor Mund und Nase. Der berühmte Mund- und Nasenschutz. Ne? Also das ist ungefähr an 4 oder 5 ganz kurzen Passagen ist das mal vielleicht nötig. Da gucken wir mal, ob wir dann eben entweder da im Gänsemarsch durchmarschieren oder dann halt doch mal kurz die Maske aufsetzen. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung, wie das eben unter Corona-Bedingungen mit einer großen Gruppe abläuft. Führung hat ja noch nie stattgefunden. Das ist jetzt Premiere. Und deswegen weiß ich aber trotzdem, was ich erzählen möchte. Ja, nochmal, also macht euch da bloß keine Sorgen. Im schlimmsten Fall wird es eher länger als kürzer. das noch zum Corona-Gedöns. Und damit hätten wir es dann aber wirklich. Dann freue ich mich extrem auf alle, die da Lust haben und mit können und zeitliches schaffen und räumlich es schaffen. Wer aus Schleswig-Holstein kommt, wird nicht bis runter zum Schwarzwald fahren wollen. Das ist mir selbstverständlich klar. Und in anderen Regionen wird es auch mal noch Führungen geben. Und bevor jetzt alle nachfragen, das nächste, was noch geplant ist, neben der bisherigen Führung im Siegerland, die weiterhin stattfinden wird, da muss ich jetzt auch einfach mal gucken, wie ich das jetzt am blödesten mache. Primär, ja, sagen wir mal, der Fokus liegt jetzt auf der neuen Führung.
die Siegerlandführung, aber werde ich auch noch mal anbieten. Und dann kommt hoffentlich auch noch dieses Jahr tendenziell dann als frühe Winterführung auch noch eine Harzführung dazu. Der Harz ist natürlich jetzt ein hochinteressantes Gebiet geworden. Als ich die Harzführung geplant habe, sah es da, wo ich jetzt Führung machen will, auch noch ganz anders aus. Das heißt, ich musste also noch mal einiges an neuer Planung reinstecken. Einfach aufgrund der Borkenkäferkalamitäten ist da jetzt so viel anders. Da werden wir sehen, aber das ist dann auch noch irgendwann am stattfinden. Also für diejenigen, die eher aus dem Norden kommen, wenn ihr es bis zum Harz schafft, dann bestände auch eine realistische Chance, dann demnächst mal auf eine Bensche Gruppenführung mitkommen zu können. So, ein letztes noch. Theoretisch gibt es noch einzelne Individualführungen für die Leute, die sich sowas leisten mögen. Das ist natürlich naturgemäß ein bisschen teurer. Aber mache ich auch sehr gerne. Jo, und damit bin ich raus. Bedanke mich fürs Ertragen dieses kleinen Werbeblocks und bedanke mich noch viel mehr für alle, die jetzt Interesse haben. Bei denjenigen, die jetzt Interesse haben. So rum. Schweres Deutsch. Macht's gut.